herzlich willkommen zur Videoandacht am Ostermontagmorgen. Ich glaube nur, was ich sehe. Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört und wie oft habe ich ihn schon gesagt? Wir müssen Dinge mit den Sinnen wahrnehmen, sehen, fühlen, riechen, damit sie eine Realität bekommen. Darf das sein? Vielleicht bekommen wir ja in diesem Gottesdienst gemeinsam eine Antwort darauf. Frau Kretschmer, da habe ich auch gleich mal eine Frage. Kennst du eigentlich Patrick, Frau Kretschmer? Patrick? Nee, wer ist denn das? Niemand. Wie, niemand? Heißt das, du kennst den auch nicht? Nee, nicht mehr. Den habe ich mal gekannt. Da war der sogar mal mein bester Freund. Aber jetzt will ich den gar nicht mehr kennen. Ja, aber was ist denn passiert, Dennis? Habt ihr euch gestritten? Nee, nicht so richtig. Aber Patrick erzählt Sachen, die gar nicht stimmen. Die können gar nicht stimmen. Na, was hat Patrick denn erzählt? Patrick hat erzählt, dass die jetzt ein Kino im Keller haben und dass sie da ganz toll Filme gucken können. Aber das kann doch gar nicht stimmen. Das geht doch gar nicht, dass man ein Kino im Keller hat. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das erst glaube, wenn ich das mit eigenen Augen sehen kann. Ja, und warum zeigt Patrick dir das Kino nicht? Weil wegen Corona. Bei Patrick wohnt der Opa mit. Du, der hat Asthma und der ist noch nicht geimpft. Und darum darf ich im Moment nicht zu Patrick. Aber wir treffen uns immer auf dem Spielplatz. Also, du zweifelst also daran, dass Patrick die Wahrheit sagt? Ganz genau. Das muss Patrick erstmal beweisen, dass er ein Kino hat. Ja, manchmal wollen wir erst etwas sehen oder mit den Händen greifen, bevor wir es glauben können. Und das geht nicht nur mir so und dir, das geht ganz vielen Menschen so. Und das geht auch Menschen zu allen Zeiten so. Das gibt sogar schon eine Geschichte in der Bibel. Echt, Frau Kretschmer? Ja, soll ich sie dir mal erzählen? Ja. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, zeigte er sich seinen Jüngern. Thomas war aber an jenem Abend nicht bei den anderen gewesen. Als Thomas aber zu ihnen kam, liefen die anderen ganz aufgeregt auf ihn zu und sagten: Thomas, wir haben eine gute Nachricht für dich. Stell dir vor, Jesus lebt. Er war hier bei uns, wir haben sogar zusammen gegessen. Aber Thomas sagte: Unmöglich, ich kann es nicht glauben. Ich muss Jesus erst mit eigenen Augen sehen. Ich muss erst seine durchbohrten Hände fühlen. Ich muss auch seine Seite betasten. Sonst glaube ich nicht, dass er lebt. Eine Woche später saßen die Jünger wieder beisammen hinter verschlossenen Türen. Diesmal war auch Thomas dabei. Auf einmal stand Jesus vor ihnen und grüßte sie: Friede sei mit euch. Jesus ging auf Thomas zu, streckte ihm die Hände entgegen und sprach zu ihm: Sieh meine Hände und die Wunden an meiner Seite. Reich mir deine Hand und lege deinen Finger auf meine Wunden und glaube mir, ich bin es wirklich. Da gingen Thomas die Augen auf. Ja, es war wirklich Jesus, der am Kreuz gestorben war. Voll Staunen stand er vor Jesus und stammelte: Mein Herr und mein Gott. Da sprach Jesus zu Thomas: Nun glaubst du, weil du mich siehst. Aber wie glücklich werden erst die sein, die mich nicht sehen und doch an mich glauben. Manchmal, wenn ich mit dir reden will, habe ich ein komisches Gefühl. So viele Leute wollen was von dir, wird dir das nicht doch mal zu viel? Ja klar, Dennis. Manchmal weiß ich auch nicht so genau, ob ich an Gott und an Jesus glaube, weil man doch Gott nicht sehen kann und weil ich doch niemanden kenne, der schon mal tot war und dann wiedergekommen ist.
Also, das ist doch so, wenn einer gestorben ist, dann ist er weg, wie mein Opa. Und der kommt dann auch nicht wieder. Aber Jesus ist wiedergekommen. Obwohl das gar nicht sein kann, Frau Kretschmer. Das ist so schwer, das zu glauben, finde ich. Findest du das jetzt schlimm? Nein, Dennis, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das für dich ganz schlimm anfühlt. Ja, manchmal jedenfalls. Und vielleicht findet Gott das ja auch schlimm und Jesus. Fand Jesus denn in der Geschichte das schlimm, dass Thomas das nicht glauben konnte, bevor er ihn gesehen hat? Nee, oder? Ganz genau. Ja, aber dann ist Thomas ja noch gläubig geworden. Ja, weil er Jesus gesehen hat, aber ich habe Jesus noch nie gesehen und du auch nicht. So wie ich dich sehen kann zum Beispiel. Und ich kenne auch niemanden, der Jesus schon mal gesehen hat. Wir können das nur immer in der Bibel nachlesen. Und weil es dafür keine Erklärung gibt, ist das auch ganz schön schwer zu glauben. Aber denk doch mal an deinen Freund Patrick. Dem glaubst du das ja mit dem Kino nicht, ne? Nee. Weil du es ja noch nicht gesehen hast. Aber wenn du jetzt mal nicht an die Geschichte mit dem Kino denkst, sondern an alles andere, was du so mit Patrick erlebt hast. Ja? Hat Patrick dich schon mal angelogen? Nein. Oder hat Patrick sich schon mal mit irgendwas gebrüstet, was gar nicht stimmt? Nein. Konntest du Patrick bisher eigentlich immer vertrauen? Ja. Und nun spür mal ganz tief in dein Herz hinein. Meinst du wirklich, dass Patrick dich jetzt anlügt? Also wenn du das so sagst, eigentlich nicht. Also wenn du auf dein Herz hörst, in dein Herz hineinhorchst, dann sagt es dir eigentlich, dass Patrick immer noch ein ganz dufter Freund ist? Ja, das stimmt. Wenn ich mein Herz frage, dann sagt das Herz, dass Patrick ein super Freund ist. Und so kann es dir auch mit Gott gehen und mit Jesus. Ganz oft wirst du denken, das kann doch gar nicht sein, dass es Gott gibt und dass Jesus tot war und wieder auferstanden ist. Und dann kann es so kommen, dass du vielleicht noch was erlebst oder siehst oder spürst und dann sagst du, doch, das kommt von Gott, da gibt es gar keinen Zweifel. Das kann man nicht erklären, das sagt dir dann dein Herz. Hast du das auch so erlebt, Frau Kretschmar? Ach Dennis, das habe ich schon ganz oft erlebt, immer wieder. Immer wieder merke ich, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, das alles zu glauben. Aber dann erlebe ich auch immer wieder etwas, oder es geschieht etwas und plötzlich gibt es gar keinen Zweifel mehr. Soll ich dir mal was verraten, Dennis? Das geht sogar immer hin und her, ganz oft. Aber ich glaube, Gott hat ganz viel Geduld mit uns. Denn ich glaube, er weiß selber gut genug, wie schwer das ist, an sowas zu glauben. Darum sagt Jesus auch am Schluss zu Thomas, du glaubst jetzt, weil du mich siehst. Aber glücklich sind die, die mich nicht sehen und trotzdem an mich glauben. Aber solange du ein Herz hast, Dennis, und das hast du, wird dort immer wieder eine Tür aufgehen, in die Gott hineingehen kann. Meinst du, Frau Kretschmar, das ist toll. Ich habe eine Tür in meinem Herzen und ab und zu geht Gott da durch. Danke, Frau Kretschmar, jetzt geht's mir richtig gut. Tiefe mich hoch, damit ich lebe. Lebe, Halleluja. Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Frei bin, Halleluja. Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel schreit. Neuen Weg weist,
Liebe Kinder, wenn ihr Lust habt, noch was zu der Geschichte zu basteln, haben wir hier für euch so ein schönes Bastelherz. Das könnt ihr nachbasteln und die Anleitung, wie das geht, die findet ihr auf unserer Homepage. Dann möchte ich uns allen noch eine Kollekte ans Herz legen, die ist heute am Ostermontag bestimmt für unsere offene Jugendsozialarbeit in Groß-Lohe. Unter dem Video finden Sie die Angaben zu der Kollekte und wie Sie uns die Kollekte zukommen lassen können, wenn Sie möchten. Und dann sehen wir gleich ganz am Schluss noch ein Video vom Kinderchor. Die singen für uns gemeinsam ein Lied. Leider ist dieses Video schon ein Jahr alt, weil die Kinder seit einem Jahr schon nicht mehr proben durften. Aber wir freuen uns, dass die Kinder heute nochmal für uns singen. Ah, und dann hätte ich ja fast vergessen. Also, ich weiß ja nicht genau, ob es einen Osterhasen gibt. Ich habe ja noch nie einen gesehen. Aber ich weiß, dass ein Osterhase heute Morgen unterwegs war und was versteckt hat. Das habe ich nämlich gesehen. Der Osterhase hat an allen unseren Standorten etwas für euch Kinder versteckt. Und vielleicht geht ihr ja nachher mal zur Auferstehungskirche Prag, zur Altralstädter Kirche, zur Martinskirche oder zum Christophoruszentrum Groß-Lohe und guckt mal, was der Osterhase da für euch versteckt hat. Für jedes Kind ein Geschenk und natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Wir beten. Lieber Gott, du hast uns lieb, die Großen und die Kleinen. Darüber können wir uns freuen. Lieber Gott, du hast Geduld mit uns. Dafür danken wir dir. Jesus lebt. Das ist wunderbar und gleichzeitig unglaublich. Hilf uns zum Glauben. Denn an dich zu glauben, hilft uns zum Leben. Gemeinsam wollen wir so beten, wie wir es von Jesus gelernt haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. Amen. Komm und pack mich an, bring die Welt voran.